Guten Tag, hiermit will ich ein neues Format vorstellen, dessen erste Folge in wenigen Tagen erscheinen wird. Hier möchte ich kurz vorstellen, worum es geht und was ihr zu erwarten habt. Dies ist ein linkes Format für linke Themen. Jedes Mal, wenn linke Politik etwas Elementares zur Gesellschaft beitragen will, entsteht zwangsweise eine Kontroverse. In Jena versuchen Menschen, die für etwas stehen, Argumente für eine Sache zu veröffentlichen. Diese Argumente gehen meistens in einem Sturm aus persönlichen Anfeindungen, Drohungen und grenzwertigen Beleidigungen unter. Am Ende hat niemand etwas gesagt, da der Diskurs nur in Presseartikeln stattfindet, die jedoch nur die Bekehrten lesen. Aber nicht nur die progressive Sichtweise verliert, auch die Gegenstimme, die unter ihren rhetorischen Ausfällen meist ein Argument versteckt hält. Dies ist die verschüttete Gegenposition. Diese versuche ich irgendwie aus dem Schutthaufen zu bergen. Hinter jedem Gebrüll steckt auch immer ein Argument, egal wie flach oder tiefgründig es sein mag. Es wurde nie artikuliert, da man nach einem Satz, der mit "Ich hoffe, du stirbst" oder "Du brauchst mal einen ordentlichen Ritt" kein vernünftiger Mensch mehr gewillt ist zu fragen, wo eigentlich das Problem liegt. So fasse ich in Quickshots die Argumente in Thesen zusammen, die im Gebrüll untergehen, und bitte dann kompetente Menschen, auf diese zu antworten. Wie bei den anderen Formaten auch, ist hier alles zweckmäßig. Wenn es zu Programmen wie GIMP, Blender etc. kommt, zieht mir jeder 10-Jährige die Ohren lang. Ich bin kein Art-Designer und ein Versuch, etwas im Blender zu machen, seht ihr hier. Reden wir nicht drüber, das wird gelöscht. In diesem Format lese ich nur die Thesen vor, sonst werdet ihr nichts von mir hören. Im ersten Block stellen sich die Teilnehmenden der Folge selbst vor, wie sie das tun, ist ihnen überlassen. Danach lese ich die erste These vor, auf die die Teilnehmenden dann ohne Unterbrechung antworten. Darauf folgt die zweite These und wieder aufeinander folgend die Antworten. Am Ende folgt eine kurze Danksagung. Die Folgen werden kurz, knackig und gehaltvoll. Die von meinen Gästen getätigten Aussagen werden von mir nicht kommentiert. Die Gegenposition ist in den Thesen bereits enthalten. Für Themen, zu denen ich meinen Senf beizutragen habe, habe ich bereits ein anderes Format. Hier geht es nur um das Thema und die Expertise meiner Gäste. Quickshots wird unregelmäßig erscheinen. Da ich dafür nicht nur viele E-Mails schreibe und kein Mensch seinen Alltag um meinen YouTube-Kanal herum gestaltet, ist es für jene, die mich freundlicherweise mit ihren Beiträgen unterstützen, trotz ihres Engagements auch immer eine Zeitfrage. Auch will ich nicht gezwungen sein, irgendwas behandeln zu lassen. Vorschläge für Themen dürft ihr mir ohne Garantie auf Verwendung natürlich gerne machen. Jetzt heißt es abwarten. Wenn alle Beiträge für die erste Folge eingegangen sind, wird sie veröffentlicht. Da gab es kürzlich ein Problem, weswegen etwas neu aufgenommen werden muss. Wenn alles gut läuft, gibt es Ende April schon die nächste Folge. Für die ersten beiden Folgen habe ich ganz große Gäste, die den meisten meiner Zuschauer ein Begriff sein sollten. Wenn ich dieses Niveau halten kann, dann habe ich gleich zu Beginn einiges erreicht. Das war's bis hier. Macht's gut und lasst euch nicht ärgern.